prägend ein Kindheitserlebnis. Ich war 5 Jahre in Berlin, war mein Vater als junger Musikprofessor Direktor der berühmten Instrumentensammlung, preußischen Musikinstrumentensammlung. Ich ging in sein Museum, sah ein javanisches Gamelan-Orchester, also diese wunderbaren Gongs, nahm mir einen Schlägel und schlug auf den größten Gong so laut, wie es ging. Fürchterlicher Aufruhr, die Museumswärter kamen, beschimpften mich. Ich sagte, wieso? Das Museum gehört doch meinem Vater. Nein, also Erklärungen. Aber geblieben ist, warum darf man in einem Museum nicht die Instrumente spielen, die dort ausgestellt sind? Und das hat mich dann ein Leben verfolgt, bis ich vor 10 Jahren hier in Hamburg diesen Kindheitstraum erfüllen konnte. Es sind hier alle Instrumente des klassisch-romantischen Orchesters, also des philharmonischen Orchesters, wie man es in Symphoniekonzerten hört, Rock, Pop, Jazz, für die Kinder und natürlich auch für Erwachsene, zum Anfassen, zum Spielen und zum körperlichen Erfahren des Klanges präsentiert. Triumphmarsch aus Aida von Giuseppe Verdi, geblasen von Vincent Tilmartig auf einer Posaune. Und das war ein Blechblasinstrument. Und um euch herum sind nun die Instrumentengruppen des Orchesters. Und wir beginnen jetzt mit den Blechbläsern und Peri Arndt wird euch die Blechbläser erklären. Hallo erstmal. Jetzt wird es erstmal um die Blechblasinstrumente gehen und es wird vor allen Dingen um die Frage gehen, was ist ein Blechblasinstrument? Wie erkenne ich eigentlich ein Blechblasinstrument? Was ist typisch für ein Blechblasinstrument? Wer hat einen Vorschlag, eine Idee, woran ich ein Blechblasinstrument erkennen kann? Niemand? Irgendeinen Vorschlag zu machen? Ja, da. Ja, das ist das Blech. Sag's nochmal, du meinst, das Material spielt eine Rolle? Ja, das meine ich. Weißt du, was das hier ist? Ich nehme mal ein Mundstück. Genau, das ist ein Mundstück für ein Blechblasinstrument. Das ist definitiv aus Blech, wie man sehen kann. Das ist ein sogenanntes Trichtermundstück und das gehört tatsächlich zu einem Blechblasinstrument. Dieses Mundstück ist typisch für alle Blechblasinstrumente. Alle haben dieses Trichtermundstück. Alle werden mit dieser Art von Mundstück gespielt. Das werde ich euch jetzt mal vormachen und dann werdet ihr mir das gleich alle nachmachen. Und zwar muss man erstmal die Lippen ein wenig spitzen und dann wie ein P ausspucken. Manche sagen wie beim Kirschkern spucken. Einmal ein P, macht mir das alle mal nach. Genau, und anschließend kommt dann ein P hinten dran. Auch das machen wir mal alle nach. Und ja, das ist aber noch sehr zögerlich. Macht es nochmal, legt eure Lippen, euren Finger an die Lippen und dann müsst ihr spüren, dass die Ober- und die Unterlippe schön gleichmäßig vibrieren, und zwar alle. Genau, man muss richtig was hören. Es hat mal jemand gesagt, das muss sich so anhören wie bei Schumi mit seinem Ferrari. Also nochmal alle und... Aha, das hört sich ja schon ganz anders an. Wenn ich das jetzt mit diesem Mundstück mache, dann klingt das folgendermaßen. Das zu diesem Mundstück. Die Idee meiner musikalischen Jugendarbeit ist ganz einfach und beruht auf 2 Sätzen.
Kinder, junge, unverbildete Menschen sind das Wertvollste, was wir haben. Und für sie kann nur das Beste, was wir können, gut genug sein. Und daraus folgt automatisch, ich nehme die Kinder ernst. Ernster als Erwachsene und tue das Beste, was überhaupt in meiner Macht steht, musikalisch für sie. Dieses Mundstück hier aus Holz gehört zu einem ganz besonderen Instrument, das ich euch jetzt vorführen werde und euch zeigen werde, dass das auch ein Blechblasinstrument ist. Mal einmal. Wunderbare große lange Ding hier. Oh. Wer weiß, was das ist? Ja? Ein Alphorn. Das ist ein Alphorn, genau. Jetzt wunderst du dich bestimmt, dass ich eben gesagt habe, ich hole jetzt ein Blechblasinstrument. Denn nicht nur dieses Mundstück hier ist aus Holz, sondern das ganze Instrument ist eindeutig nicht aus Blech, sondern aus Holz. Trotzdem gehört es zu den Blechblasinstrumenten. Das Mundstück hier reinstecken. Und zwar aus folgendem Grunde, weil nämlich die Blechblasinstrumente neben dem Trichtermundstück, das sie alle haben, noch ein zweites Merkmal haben, was sie alle gemeinsam haben. Und das ist auch hier bei diesem Alphorn, nämlich alle Blechblasinstrumente haben genau zwei Löcher. Nicht mehr und nicht weniger. Das eine Loch ist dieses hier, logischerweise, da geht die Luft rein. Das zweite ist da hinten, da geht die Luft wieder raus. Also mit anderen Worten, ein Blechblasinstrument ist nichts anderes als ein Rohr mit zwei Löchern. Luft rein, Luft wieder raus. Das Material spielt, wie ihr seht, keine Rolle. So, jetzt habt ihr ja eben alles schon so schön vibriert mit euren Lippen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das auch funktioniert. Kommt du doch mal her und probier mal schön einen Ton daraus. Wir müssen das mal ein bisschen drehen, sodass sich auch alle sehen können. So, und jetzt versuch mal ordentlich. Lass deine Lippen richtig vibrieren. Denk an das. Ja, 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 gut. Komm, gleich nochmal. Ja, nochmal. Okay, danke erstmal. Wunderbar. Bravo. Also für uns, glaube ich, steht im Vordergrund, dass die Kinder die Instrumente begreifen. Im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie ausprobieren können und dass dadurch natürlich auch Kinder auch an Instrumente rangeführt werden. Das ist, glaube ich, auch unsere Chance. Das ist also unsere moderne Trompete. Habt ihr sicherlich alle schon mal gesehen, wisst ihr, wie sowas aussieht. Genau. Jetzt sind wir ja immer noch bei der Frage, wie funktionieren diese Trompeten eigentlich? Wie funktionieren Blechblasinstrumente? Und wie funktionieren sie bei der Devise, ein Rohr und zwei Löcher, aber lauter verschiedene Töne? Dieses hier ist jetzt die moderne Variante und hier gibt es diese drei Dinger. Weiß jemand, wie diese drei Dinger heißen? Aha, da gehen schon die Finger hoch und da gibt es, da hinten ist eine Meldung, kleine Teile, die die Luft steuern. Ventile. Genau, das sind Ventile, richtig. Und die steuern die Luft in der Trompete. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Wir haben hier ja das erste Ventil, das hier an diesem Zylinder angeschlossen ist. Und da gibt es ein Extrarohr, das ist dieses hier. Das zweite Ventil hat ebenfalls ein Extrarohr, das ist dieses kleine kurze. Und das dritte Ventil hat ebenfalls ein Extrarohr, und zwar das längste. Das ist das, was man hier hinten sehen kann. Und jetzt passiert Folgendes, wenn hier die Luft reinkommt und dann durch das Rohr wandert, dann steuert man mit diesem Ventil, ob die Luft durch dieses Extrarohr auch noch durchgeht oder nicht, oder eben durch das ganz kurze oder mit dem dritten durch dieses ganz lange. Das heißt, man öffnet hier nichts, wenn man auf die Ventile draufdrückt, sondern man steuert die Luft nur um. Man verändert den Weg, den die Luft nimmt und vor allen Dingen macht man ihn länger oder kürzer. Das heißt also, man verändert die Länge des Rohres, indem man die Ventile benutzt. Wer kann mir denn jetzt sagen, was mit dem Ton eigentlich passiert, wenn ich die Länge des Rohres verändere? Wenn ich zum Beispiel das Rohr lang mache, also je länger das Rohr ist, desto
tiefer wird der Ton. Genau, desto tiefer wird der Ton. Das heißt also, wenn die Luft alle extra Rohre mitnimmt, dann ist das der tiefste Ton. Und jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Instrument, dem größten und tiefsten des Orchesters. Ja, da gehen die Augen auf. Wer weiß, was das ist? Da hinten in Lila? Eine Tuba. Das ist eine Tuba, genau. Die ist sehr groß, sehr schwer. Und wenn ihr nachher ausprobiert, dann ist das auch das einzige Instrument, was ihr nicht selber in die Hand nehmt, sondern das halte ich euch dann. Das ist nämlich wirklich etwas schwierig zu halten. Jetzt schaut noch mal hier hin, auch hier noch mal ein Blick auf die Ventile. Was haben wir hier für Ventile? Ja? Drehventile. Ja, genau. Und was die Höhe und Tiefe des Instrumentes angeht, ist die Antwort, denke ich, auch eindeutig. Das ist bestimmt kein hohes Instrument, sondern ein tiefes. Das ist sogar das tiefste überhaupt für die Blechblasinstrumente. Erster wesentlicher Gedanke zu Beginn des Klingenden Museums, wie zu Beginn der Musikkontakte und meiner Arbeit hier in Hamburg, war, es soll durch alle Klassen im Rahmen des Schulunterrichts, also auch durch alle gesellschaftlichen Klassen, die Kinder erfasst werden. Es sollen auch nicht nur die Gymnasialklassen hinein, sondern auch die Grundschulklassen. Und jetzt kam der große Moment der Eröffnung des Museums und wir waren Anfänger. Es gab keine vergleichbare Erfahrung, weil es so etwas nirgendwo gegeben hat. Und am Anfang haben wir die Kinder einfach in diesen riesen Instrumentenwald nach einer kurzen Einführung losgelassen und haben dann gemerkt, es muss einen anderen Weg geben. Und diesen Weg haben wir jetzt. Begabte junge Pädagogen und Pädagoginnen führen die Kinder ganz vorsichtig, also eine Mischung aus Freilassen und leichter Manipulation, wozu ja gute Pädagogik ohnehin tendieren sollte, in die Instrumentengruppen ein, in Geschichte, Hintergrund, zeigen, wie man ein Streichinstrument behandelt, wie man ein Blasinstrument, ein Blechblas, ein Holzblas, wie man Schlagzeug behandelt. Und wir haben das Gefühl, dass die Kinder durch das, was wir jetzt pädagogisch erreicht haben, wesentlich reicher beschenkt nach Hause gehen. Wer weiß, wie man dieses Horn als Fachwort nennt? Das heißt Waldhorn. Ja, genau, alle schon mal gehört, ne? Aber gerade nicht drauf gekommen. Das ist unser Waldhorn. Unser Waldhorn ist insofern eine Ausnahme, als hier nicht gilt, was ich euch vorhin erzählt habe, dass man das mit der rechten Hand spielt, sondern jetzt brauchen wir die linke Hand. Jetzt nehmt ihr alle mal die linke Hand und den könnt ihr hier erkennen. Auch hier haben wir wieder den kleinen Haken für den kleinen Finger. Der Daumen kommt hinter das Rohr. Und wieder den, genau, sehr schön, zweiten, dritten, vierten Finger für die Ventile. Welche Art von Ventil habe ich denn hier? Schwierig zu erkennen. Ich drehe mal einmal um. Kann man das nämlich von hier aus gut erkennen. Drehventile. Genau, auch hier haben wir Drehventile. Jetzt noch eine Frage zu der Haltung. Wer weiß denn, jetzt haben wir ja geklärt, was ich mit meiner linken Hand mache, was ich eigentlich mit meiner rechten Hand mache. Wo packe ich die denn hin? Ja? Vielleicht an den unterhalb vom Trichter. Unterhalb vom Trichter? So? Nein, noch ein bisschen tiefer. So? Nein, noch ein bisschen tiefer. Ja, da ungefähr. Da. Das könnte man denken, das ist aber nicht so ganz bequem, denn ich muss ja an das Mundstück rankommen und das müsste ich mich so ein bisschen verdrehen. Jetzt halten wollte. Das ist nicht die ganz ideale Haltung. Es ist eine ganz besondere Haltung, die immer alle sehr verblüfft, weil man nämlich nicht drauf kommt. Die rechte Hand macht etwas ganz Simples. Die wird nämlich einfach da hineingesteckt. Und dann liegt das Instrument ganz bequem auf meiner Hand. Ich brauche überhaupt nichts festzuhalten, gar nichts weiter zu tun, habe eine ganz lockere Haltung und kann dann das Mundstück ganz bequem an den Mund setzen. Und dann kann ich auch, wenn es klappt, Ton produzieren. So, das war's für die Erklärung zu den Blechblasinstrumenten. Jetzt seid ihr dran, das auszuprobieren.
Also, auf geht's, kommt nach vorne und probiert. So, hier haben wir gleich einen weiteren. Einmal bitte schön. Komm her. Einmal eine Posaune. Was schon eine? Dreht euch mal ein bisschen rum. Komm her. Dass du nicht so. Hier, spiel noch da. Du hast noch nichts. Hier einmal. So. Ich halte die so ein bisschen. Und da, genau. Ich kann die dir sogar schon auf den so, und jetzt. Genau. Ja, genau. Und ein bisschen vorne auf die Knie. Denk an das. Ja, ordentlich. Ja. Wir haben zuerst einmal eigentlich damit begonnen, die Kinder so frei wie möglich auf die Instrumente loszulassen. Und sind jetzt nach 10 Jahren, glaube ich, auf einem sehr guten Weg, nämlich durch eine leichte oder auch mal stärkere pädagogische Bindung, sie an die Instrumente heranzuführen. Berthild, ja. Mir ist aufgefallen, Sie sind ja eine sehr gute Saxophonistin, dass Sie bei dem Führen der Klasse an die Holzblasinstrumente heran eigentlich bis auf ein bisschen Frère Jacques so gut wie nichts gespielt haben. War das einmalig jetzt oder ist das immer so? Das ist eigentlich immer so. Immer so. Sie wollen auf dem Instrument nicht irgendwie besondere Virtuosität zeigen, sondern es geht mehr um die pädagogischen Grundfarben. Auf jeden Fall. Ziel ist es, dass die Kinder an viele Instrumente herangeführt werden und viele Instrumente begreifen. Und wir machen das einfach insofern, denke ich, ganz bewusst, weil man dann Hemmungen verliert. Also wenn Sie von vornherein schon ein virtuoses Instrument hören, dann ist irgendwo eine Hemmschwelle. Und die sollen ja erstmal reinblasen oder erstmal die Geige in die Hand nehmen, einfach mal ausprobieren. Und ich glaube, dass das der beste Weg ist, die Kinder da so ranzuführen. Kennt ihr einige von den Instrumenten? Komm mal nach vorne, zeig einfach mal die du kennst. Also das ist ein Saxophon. Auf. Ja, ein Saxophon. Ja, hinten haben wir noch eins. Ich halte es noch einmal hoch. Noch ein Saxophon. Ja. Das ist eine Oboe. Eine Oboe. Mhm. Hat jemand da einen anderen Vorschlag? Oboe? Ein Fagott. Das ist ein Fagott, aber eine Oboe haben wir auch. Vielleicht? Hier eine Klarinette. Fast. Wir haben mehrere Instrumente, die so fast ähnlich aussehen. Das ist die Klarinette. Das ist die Klarinette. Hals noch einmal hoch. Und was könnte das andere sein? Hast du eben schon genannt? Das ist die Oboe. Das ist die Oboe, ganz genau. Gut, vielleicht noch mal ein anderes Kind. Kennt ihr noch was? Genau. Ich sage, guck mal einfach hier nach vorne. Querflöte? Querflöte. Und warum Querflöte? Oh, ist ja Lumen, ne? Genau, weil man sich auch quer spielt. Das probieren wir mal zusammen aus. Frau Arndt hat einige andere Querflöten noch mitgebracht. Und wir zeigen euch erstmal, wie man die hält. Ihr wisst das ja schon. Oder willst du es vormachen? Ja, dann komm mal nach vorne. Das erste war wieder, nicht? Linke Hand war oben. Mach das nochmal mit. Rechte Hand war unten, genau. So, dann machst du es mal ganz langsam vor. Wunderbar. So hält man die. Genau, wir machen das jetzt nochmal gemeinsam. Stellen uns vor, das wäre eine Blockflöte. Macht das mal alle mit. Wir stellen uns mal, stell dich mal mit dem Rücken zu den Kindern. So, habt ihr das? Linke Hand oben, rechte Hand unten. Wunderbar. Und jetzt ganz langsam den rechten Ellenbogen ein bisschen nach oben nehmen. So wie sie das macht. Ja, dann noch ein bisschen höher. Nicht zu hoch da hinten. Die Jungs da hinten, ja. Der hat eine Blockflöte gerade. Prima. Gut, danke. Ganz herzlichen Applaus. Klasse. Jetzt an den Berufspädagogen, Herr Jacobs. Sie bilden ja auch Referendare aus, Ihr Kollege, Herr Vetter auch. Und das interessiert mich jetzt einfach mal, von dieser Seite her ein Urteil dazu zu hören. Für die Referendare ist dieses Museum genauso spannend, genauso neu
genauso interessant wie für die Schüler, mit denen ich dahin gehe. Die Neugierde ist enorm groß, die Freude am Ausprobieren ist genauso groß. Und manchmal denke ich auch, die Aufregung ist ebenfalls genauso groß. Auch die erwachsenen angehenden Lehrer sitzen, probieren diese Instrumente mit Begeisterung aus, sind nervös und unruhig, versuchen verzweifelt Töne herauszubekommen aus Instrumenten, die ihnen nicht so vertraut sind, und lernen auch durch die Lehrer von der Musikhochschule eine ganze Menge im Umgang, wie man diese Instrumente dann später Kindern erklären kann. Genau. Ich lasse mir von meinen Schülern am Ende des Schuljahres eigentlich immer ein Zeugnis geben, weil ich denke, das muss auch umgekehrt sein. Und da müssen Sie drei Fragen beantworten. Was hat dir am Musikunterricht des vergangenen Schuljahres gut gefallen? Was hat dir nicht gefallen? Was sind deine Wünsche fürs nächste Schuljahr? Und da gibt es so ein paar Sachen, die stehen eigentlich immer nur auf einer Seite. Und dieses Musikinstrumentenmuseum gehört eben dazu, und zwar auf der Seite gut gefallen. Es ist also in der Regel so, dass von 25 Kindern 18 bis 21 eben wirklich schreiben, das hat mir gut gefallen. Und sogar bei Was sind deine Wünsche fürs nächste Schuljahr ist oft der Wunsch aufgetaucht, den ich bisher noch nicht befolgt habe, nochmal hinzugehen. Wir haben aber noch eine Querflöte für euch. Haha. Eine ganz süße, schnuckelige kleine. Und das könnte sein eine. Da hinten irgendwo mal ein Blau. Piccolo. Piccolo, sì, signor, eine Piccolo-Querflöte. Und wie klingt Piccolo-Flöte? Hell. Ganz hell. Also das Prinzip ist wieder, je kleiner das Instrument, desto höher der Ton. Ah, wunderbar, das geht doch. Klasse. Die dürft ihr gleich alle ausprobieren. Wir haben aber noch andere Instrumente, die ein bisschen anders gespielt werden. Die habt ihr auch schon alle benannt. Und zwar haben wir noch die Oboen. Und noch ein ganz tolles Instrument, nämlich das Fagott. Dann möchte ich mal dich da hinten mit der grünen Jacke nach vorne bitten. Oder ja, den Jungen. Ja, kommt mal beide. Kommt mal beide. Dann stellt euch mal hier vorne hin. Wunderbar, jetzt halten wir mal das ein bisschen schräg, dass die anderen Kinder auch was sehen können. Was schätzt ihr denn, wie groß das ist? Schon. Raten wir mal. 1,30 Meter. 1,30 Meter. Wer hat noch mehr zu bieten? 1,40 Meter. 1,40 Meter. Noch mehr. Ja, ich wollte auch. 1,40. 1,50. 1,50. 1,45. Oh, Kinders, noch mehr. Was haben wir? 1,60. 1,60. Stellt euch mal vor, das ist schon gar nicht so schlecht, aber stellt euch mal vor, man würde das einfach auseinandernehmen. Wie groß würde das dann ungefähr sein? Zweimal versuchen wir noch. 3,50. Oh. Wir sind schon. Das ist das Top-Angebot. 2 Meter. 2 Meter. Wir nehmen einfach was dazwischen. Ich sag's 2,58 Meter. Wahnsinn. Dankeschön. Also zweimal, nö, das wäre schon zu groß ungefähr. Zu Beginn, vor 10 Jahren, waren wir Gast im Museum für Kunst und Gewerbe. Und seit ungefähr 2 Jahren sind wir in der Hamburger Musikhalle. Das hat natürlich den Vorteil, dass wir eng an der Musik sind. Aber unser Wunschtraum wäre ein eigenes Haus. Und wenn Sie mich nach dem Stiftungsalltag fragen, ich spende das Geld und meine Referentin gibt es aus. Und da wir eine gemeinnützige Stiftung sind, sind wir auf Spenden angewiesen und sind auch für jede Spende dankbar. Die Klarinette und das Fagott haben, ich zeige das mal nach vorne, ich gebe das gleich mal rum, haben zwei unterschiedliche Mundstücke. Kannst du es noch mal einmal beschreiben? Ja, also die haben zwei Holzplättchen, das nennt man Doppelrohrblatt. Genau, das ist dieses hier. Ich lasse es gleich mal rumgeben. Und die Klarinette und das Saxophon hat nur ein Rohrblatt. Ganz genau, das hat ein Blatt. Ich mache das mal einfach auf und zeige euch das mal. Man hat also ein Mundstück und ein Blatt. Kennt ihr, ne? Habt ihr schon mal gesehen. Das ist bei der Klarinette, bei dem Saxophon. Und, denke mal, das könnt ihr jetzt mal ausprobieren. Habt ihr das schon mal? Hat jemand Saxophon schon mal gespielt? Wow. Also dann würde ich mal sagen, machen wir trotzdem noch mal eine Vorübung, bevor ihr dann die Saxophone mal spielt. Nehmt mal bitte euren rechten Daumen. So, wunderbar. Und jetzt die Schneidezähne oben auf den Daumen. Könnt ihr eigentlich auch hören?
Ja, alles klar, gut. Unterlippe ein bisschen nach innen. Ja? Habt ihr das? Und jetzt ein bisschen nuckeln. Ein bisschen mehr im Mund nehmen. Noch ein bisschen. Perfekt. Noch ein bisschen. Sehr gut. Noch ein bisschen mehr im Mund nehmen. Perfekt. Ganz klasse. Und jetzt gucken wir mal, ob wir da Töne rauskriegen. Ich gebe dir mal das Mundstück. Und stell euch vor, dieser Daumen ist das Mundstück. Ich mache es einmal vor, mit einem etwas größeren Instrument. Das ist das. Schneidezähne oben drauf. Unterlippe ein bisschen nach innen. Und dann einfach mal ganz kräftig nach vorne blasen. Und da kann man sogar ganz wilde Töne drauf machen. Probier das doch einfach mal aus. Gib dir das einmal. Dann gebe ich dir nochmal. Probier das. Du darfst auch mal einmal ausprobieren. Ja, ganz genau. Und dann nicht zu feste drücken und kräftig. Ja. Ich zeige euch noch eine kleine Hilfe. Was nämlich passiert, wenn man zu feste mit der Unterlippe an das Blatt drückt. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert? Dann kann sich der Ton nicht spalten. Genau, dann kann der Ton gar nicht das Blatt zum Schwingen bringen und kann gar nicht durchkommen. Das heißt also nicht zu feste die Unterlippe nach innen drücken. Ich würde sagen, eins zeige ich euch noch, nämlich wie man dieses Saxophon hält. Dazu bräuchte ich noch mal einen Freiwilligen, der noch nicht Saxophon oder die noch nicht Saxophon gespielt hat. Wir haben alle. Na gut, dann kommen wir nach vorne. Ist auch egal, das kriegen wir schon hin. So, das Erste, was ihr braucht, wenn ihr ein Tenorsaxophon oder ein Altsaxophon spielt, das ist ein Altsaxophon. Ihr braucht ein Hilfsmittel. Warum? Ja. Kann man sich das umhängen. Genau, man kann sich das umhängen und dann ist es nicht so schwer. So, und als Erstes brauchen wir also einen Gurt. So, den könnt ihr selber ein bisschen verstellen. Du kannst ihn schon ein bisschen kürzer machen. Zieh ihn mal ein bisschen hoch. Sehr gut. Gut. Das Zweite, ihr seht, hier ist so ein kleiner Ring. Und da müsstet ihr euch einhaken, also anschnallen. Ganz wichtig, anschnallen. Und dann könnt ihr das fallen lassen und habt viel mehr Halt. Jetzt brauchen wir natürlich das Mundstück. Jetzt nehmen wir mal das, das dürfte passen. So, und aufgepasst. Das Mundstück, das wisst ihr, wenn ihr das alles schon mal gespielt habt, ist relativ scharf. Man kann sich da manchmal wehtun, wenn man nicht aufpasst, dann kann das so ein bisschen an die Backe schlagen. Also Vorsicht. Dann das Prinzip, machst du genau richtig, linke Hand oben. Und zwar kann der Daumen hier Halt bekommen, hier durch dieses schwarze Pad. Ihr packt den linken Daumen einfach hier oben drauf. Der rechte Daumen hat so ein bisschen Halt dadurch, dass man unten einen kleinen Haken hat. So, und das ist eigentlich schon alles. Wolltest du mal probieren? Und kräftig. Ja, denk nochmal an den V, ganz kräftig nach vorne blasen. Ja, gut, und lass mal die Unterlippe mal ganz, ganz, ganz locker lassen. Ja, gut, und nochmal lockerer lassen, ganz, ganz locker. Ja, die Unterlippe ganz locker. Ja, Riesenapplaus, super. Ein besonderes Instrument haben wir noch und dann geht's los. Dann dürft ihr ausprobieren. Was ist das denn hier? Sieht so ähnlich aus, nicht? Also wenigstens von der Farbe. Auch so eine Art Saxophon? Ja, hört mal zu, wie das klingt. Vorstellen, was das ist? Kleines Saxophon heißt also deswegen Sopransaxophon. Ja, das ist ein Sopransaxophon. Das Besondere ist, dass es nicht gebogen ist, sondern dass es gerade ist. Und ich würde sagen, jetzt darf die Gruppe ausprobieren. Wir helfen euch ein bisschen. Frau Arndt hilft euch bei einem Fagott. Ich helfe euch bei den Saxophonen und los geht's. Verraten Sie uns doch noch mal, wie ist zum Beispiel das Entree oder das Exit so einer Klasse?
Wenn Sie reinkommen, ist das Eindrucksvollste erstmal, wo es eben viele große Augen gibt, dass alles aufgebaut ist. Das ist ja richtig schön präsentiert, sodass zumindest immer die Hälfte der Sammlung hier auf einen Blick zu sehen ist. Und das ist erstmal einfach total faszinierend. Und man sieht dann auch schon die Begeisterung, weil sie noch während sie sich setzen, immer schon anfangen, sich zu erzählen, wie welche Instrumente heißen, darauf zeigen und dann laut überlegen, ob sie die wohl ausprobieren dürfen. Und dann immer in große Begeisterung ausbrechen, wenn wir dann ganz explizit sagen, sie dürfen wirklich alle ausprobieren. Und ich zum Beispiel, wenn ich die Ansage am Anfang mache, sage immer, das ist wirklich das Wichtigste und das ist auch das Besondere hier. Und deswegen rate ich den Kindern immer, sehr viel auch zu tauschen und untereinander die Instrumente auszutauschen, damit sie wirklich die Chance haben, das, was eben an Besonderheit da ist, auch zu nutzen. Denn die Erfahrung ist, die Zeit vergeht sehr schnell und die Begeisterung ist sehr groß und dann eben auch die Enttäuschung, wenn sie nicht alles in der Hand gehabt haben. Mhm. Und am Schluss ist es dann so, dass wir versuchen eben auch alle möglichst dabei einzufangen, zu wissen, welches Instrument, welche Instrumentengruppe ihnen besonders gut gefallen hat. Und dann haben wir inzwischen, sind wir eigentlich alle dazu übergegangen, dass wir sie der Reihe nach einzeln rausgehen lassen, im Gänsemarsch zur Tür hinaus. Und dann stehen wir da zu zweit und dann sollen sie uns alle einzeln sagen. Und das ist dann schon interessant, dass also sehr unterschiedliche Nennungen kommen. Manche sagen immer ganz spontan, ach, alles hat mir ganz toll gefallen. Und manche sagen aber auch sehr speziell, also die Bassquerflöte, die übt eine besondere Faszination aus, auch das Alphorn. Sehr viele sind natürlich vom Schlagzeug begeistert. Aber im Prinzip werden alle Instrumente genannt. Ein zweiter wesentlicher Punkt neben dem klingenden Museum ist die Förderung von Hochbegabten. Ich bekam, als ich diese Stiftung machte, so viele Briefe. Meine Tochter spielt so gut Geige, haben Sie nicht eine Guarneri, eine Amati? Und ich musste dann immer antworten, nein, ich habe nicht. Aber ich habe selber als Musiker erfahren, es gibt für Hochbegabte nichts Schwierigeres, als Konzerte zu spielen, Konzerte zu finden. Und seit ungefähr 4-5 Jahren machen wir Konzerte von Hochbegabten. Keine Wunderkind Backküche, aber es sind auch Wunderkinder dabei oder ehemalige Wunderkinder. Und wir machen Konzerte. Wir machen Konzerte regelmäßig in Krankenhäusern, in Altersheimen, weil wir das besonders wichtig finden. Wir spielen in Botschaften. Wir waren auf der Expo in Lissabon. Das heißt, es ist also ein breiter Kreis von Publikum. Aber das Wichtigste, den jungen Hochbegabten eben immer wieder ein Publikum zu schaffen. Thank you.
sind also die Saiteninstrumente jetzt. Ich möchte von euch gerne wissen, welche Saiteninstrumente ihr kennt. Ob die hier stehen oder nicht, ist egal. Ja, sagst du? Geige, Bratsche. Die Geige und die Bratsche. Vielleicht jemand anders noch? Ja? Cello und Kontrabass. Cello und Kontrabass. Mhm. Vielleicht da hinten nochmal? Ich? Ja? Harfe? Die Harfe gehört auch dazu, genau. Und du daneben? Wer jetzt? Sag mir jeder eins. Die Gitarre. Die Gitarre? Fällt dir auch noch eins ein? Vielleicht auch eins, das hier nicht steht? Kontrabass? Kontrabass, ja. Weiß noch jemand eins? Ja? Violine. Die Violine, mhm. Ja? Banjo. Das Banjo, ja, das waren schon sehr viele. Also wir haben hier nur eine kleine Auswahl und hauptsächlich auch Orchesterinstrumente, also Instrumente, die man im Orchester spielt. Das Banjo zum Beispiel gehört ja eigentlich nicht dazu. Sie waren heute besonders sanft. Ich habe Sie auch schon mal in der Musikhalle ein bisschen weniger sanft. Ich hatte heute das Gefühl, Sie wollen also in die Nachfolge der Madre Teresa als Pädagogin treten. Aber was mich interessiert ist, haben Sie schon einmal eine Gruppe gehabt, wo Sie nach einer Zeit sagen mussten, so, ihr Lieben, wenn ihr jetzt nicht euch anständig benehmt, dann ist Schluss. Also dazu muss man sagen, dass natürlich das für Kinder auch ganz schwierig ist, die ganzen Erklärungen über sich ergehen zu lassen, weil sie wissen genau, sie dürfen alle Instrumente ausprobieren, sie dürfen alle Instrumente anfassen. Und für uns ist es natürlich nur sinnvoll, wenn wir vorher genau erklären können, wie hält man das überhaupt oder wie ist der Ansatz bei den Blasinstrumenten, damit auch sinnvoll ausprobiert wird hinterher. Nur für viele Kinder ist es schwer, diesen Punkt abzuwarten. Also wann ist es endlich soweit, wann darf ich endlich ausprobieren? Und da ist also bei mir zumindest auch das Verständnis erst mit der Zeit gewachsen. Also dass ich auch zu Anfang eher dachte, Mensch, nun haltet doch mal still, Kinder, so geht das doch nicht. Und inzwischen weiß ich eben ganz genau, woran das liegt, dass sie nicht stillhalten können. Jetzt, Ulrike, noch eine Frage. Gibt es irgendeine Altersgruppe aus Ihrer nun schon etwas längeren Erfahrung, die Sie besonders für einen Erstbesuch bevorzugen? Also ich hätte immer den Eindruck, dass es mit den vierten Klassen sehr gut funktioniert. Also so 9, 10 Jahre um den Dreh. Ja. Die sind für viele Instrumente schon groß genug, einfach körperlich. Gut, es gibt einige Blasinstrumente, da ist es noch ein bisschen früh. Also mit Oboe sollte man ja eher mit 12 oder 13 Jahren beginnen. Das sind die Zähne, ja. Und bei vielen Instrumenten sind sie aber schon groß genug und sie sind wiederum noch nicht in dem Alter, wo es ihnen dann peinlich ist, auszuprobieren und zu versuchen, wie das mit den Tönen so klappt. Ich möchte mit euch kurz nochmal das Cello üben, damit ihr genau wisst nachher, wie man das ausprobieren kann. Kannst du mal zu mir nach vorne kommen, ja? Und dich mal hinsetzen. Jetzt gebe ich dir den Bogen in die Hand und du versuchst mal zu streichen. Ja, es gibt nur eine Besonderheit bei den Streichinstrumenten, also alles, was man mit einem Bogen spielt, spielt man grundsätzlich zwischen diesem und diesem Abstand. Da kann man spielen. Wenn man den Bogen ansetzt, kann man sich merken, dass der Bogen und die Saiten zusammen ein Kreuz geben. So kann man sich das merken, dass man ihn also schön gerade hält. Du kannst noch mal versuchen, erstmal die Finger noch runterzunehmen und leere Saiten zu spielen. Mhm, das hört sich doch schon ganz gut an. Jetzt mal versuchen, die höchste Saite zu spielen, und zwar mit dem ganzen Bogen. Ist auch manchmal viel länger, als sie gedacht hat. Sie kann also wirklich noch weit ausholen damit.
und spielen. Gut, vielen Dank. Bitte. Mit den Lehrern haben wir manchmal mehr Probleme als mit den Schülern, kann man sagen. Ja. Also, es kommt sehr oft vor, dass Lehrer sich sehr produzieren wollen, auch bei uns, und also viele Sachen vorsagen, dass die Kinder nicht überlegen lassen beispielsweise, oder sehr geräuschempfindlich sind auch zum Teil, gerade wenn es um das Ausprobieren geht. Da sind wir vielleicht auch schon ein bisschen gesetzt, also dass uns der Lärm eigentlich nicht mehr viel ausmacht. Wir haben so viel Freude daran, auch den Kindern dabei zuzusehen, wenn sie ausprobieren, dass der Lärm eigentlich eine Nebensache ist. Es sind aber viele Lehrer, die wirklich geräuschempfindlich sind, die dann den Raum verlassen müssen oder die den Kindern sagen, sie sollen doch bitte leiser spielen, was ja eigentlich auch nicht in unserem Sinne ist. Also da müssen wir manchmal schon versuchen, auch so eine Balance zu schaffen zwischen uns und den Lehrern, dass eben die Kinder so viel wie möglich davon auch haben. Dieses Instrument kennt ihr alle. Vorhin hat mir jemand erzählt, er spielt Gitarre. Wer war das? Kannst du mal herkommen zu mir? Setz dich einmal hier hin und zeigst mal, wie man die Gitarre hält. Eigentlich hat man noch einen Fuß dabei, ne? Was kann man denn auf der Gitarre alles machen? Man zupft, genau. Man kann Akkorde spielen. Was kann man noch spielen? Eine Melodie, genau. Also die Gitarre ist ein sehr vielseitiges Instrument. Sieht jemand noch einen Unterschied zwischen der Geige und der Gitarre? Ja? Die Geige hält man auch anders. Man hält sie anders. Deshalb hat sie zum Beispiel auch noch dieses schwarze Ding hier, wo man das Kinn auflegt. Ne? Ja? Mhm. Also die hat nur vier Bänder. Bänder? Gibt es da noch anderes? Saiten, ganz genau. Das heißt Saiten. Also die Geige hat vier Saiten. Und wie viele hat die Gitarre? Sechs, ganz genau. Weißt du auch noch was? Ja, diese Gitarre hat nicht so eine Schnecke vorne. Mhm, also dieses hier oben. Oh, entschuldige. Bei der Geige, das nennt man Schnecke. Bei der Gitarre sieht das etwas anders aus. Ist aber das ähnliche Prinzip, die Saiten sind hier oben aufgezogen. Ja? Und die Gitarre hat auch keine F-Löcher. Mhm, also dieses hier, das nennt man F-Löcher bei der Geige. Die Geige hat zwei Stück davon. Die Gitarre, die hat hier ein rundes Schallloch. Sieht jemand noch etwas? Ja? Die Geige hat auch noch Feinstimme und die Gitarre kann man nur an den Wirbeln drehen. Genau. Also dieses hier unten, das nennt man Feinstimme. Damit kann man noch die Länge oder die Kürze der Saite ganz bisschen variieren. Ja? Und die Gitarre, die hat auch noch hier an dem Hals noch so eine, hier so eine Striche halt sind. Meinst du dieses hier? Ja. Das nennt man die Bunde. Das ist auch ein ganz gravierender, ganz wichtiger Unterschied. Kannst du mal einen Ton spielen? Jetzt kannst du mal diesen Ton am Anfang von dem Bund spielen, also den Finger an den Anfang setzen. Ups. An dem Anfang von dem gleichen Bund. Setz ihn mal einmal hier hin. Mhm. Ganz Anfang, dahin. Mhm. Und jetzt mal ans Ende von dem Bund. Also er hat den Finger bewegt, aber der Ton ist immer der gleiche geblieben, ne? Weil die Gitarre in Bunde aufgeteilt ist und man danach die Töne ganz leicht findet. Bei der Geige gibt es das jetzt nicht. Da muss man den Finger ganz genau wissen, wo man den hinsetzen muss, weil sich der Ton sofort verändert, sobald man den Finger ein bisschen verschiebt. So hört sich das dann an, ne? Das ist also noch ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Gut, möchtest du noch was spielen? Ja, kann ich machen. Dann spiel ein kleines Stück für uns. Musikunterricht in den Schulen wird weltweit beklagt. Kommen da bei Ihren Referendaren, kommt da was wirklich Tolles nach? Es kommt viel Tolles nach. Und ich würde gar nicht so sehr bezogen auf Hamburg den Musikunterricht beklagen, sondern den nicht gegebenen Musikunterricht. Es kommen tolle Leute nach und es kommen einfach schlichtweg zu wenig nach. Zu wenig? Ja. Die meisten, die heute eingestellt werden, werden mit problematischen
Verträgen eingestellt. Wer sich dennoch heute entscheidet, das Fach Musik als Lehrer, als Beruf zu wählen, der kommt mit unheimlich viel Idealismus und Begeisterung hinein. Wen müsste man deswegen angreifen? Wem muss ich an die Krawatte fahren? Den Leuten, die für die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule verantwortlich sind. Dort wird nach wie vor aus uralter Tradition eine viel zu sehr künstlerisch ausgerichtete Aufnahmeprüfung verlangt. Und tolle Leute, von denen ich weiß, die würden gerne Musik studieren und ich kenne sie und denke, Mensch, das wäre der Lehrer oder die Lehrerin. Die scheitern dann in irgend so einem Klavierfach, was für die Praxis gar nicht mehr so die Notwendigkeit spielt. Jetzt will ich mal ein bisschen stolz sein. Vor 10 Jahren waren es im Jahr 24 Veranstaltungen und im Jahr 1999 sind wir auf 100. Das heißt, wir haben uns mehr als vervierfacht. Die Schüler werden vorher durch die Lehrer angemeldet, die Schulklassen, bei meiner Referentin. Und jetzt kommt eine Wechselwirkung, die für uns sehr wesentlich ist. Die Lehrer bekommen ein Informationsblatt, füllen es aus und sagen uns, was für die einzelnen Klassen passend ist. Und wir können ganz gezielt pädagogisch die einzelnen Klassen so erreichen. Wir kommen jetzt zur letzten Instrumentenfamilie. Und das ist auch eine ganz besondere Instrumentenfamilie, weil das alles Instrumente sind, die zu den ältesten Instrumenten der Welt gehören. Warum die ältesten Instrumente der Welt? Ihr könnt leicht sehen, dass die eigentlich, wie man sieht, alle nicht sehr alt sind. Weil früher hat man ja auch immer so auf Trommeln gespielt. Ganz genau. Man hat früher auf Trommeln gespielt. Trommeln sind eigentlich ganz einfache Instrumente. Wenn du mit dem Stock irgendwo drauf haust, schon hast du einen Ton. Das klingt noch nicht sehr schön. Wenn du ein paar Mal draufhaust und du hast einen Rhythmus, dann hast du Musik. Beim Schlagzeug ist es ja nur sehr leicht, einen Ton rauszukriegen. Was nicht so leicht hinzubekommen ist, ist die Tonqualität. Und das klarzumachen ist manchmal nicht ganz einfach. Es macht einfach Spaß, Lärm zu machen. Das macht den meisten Menschen Spaß. Und es kommt für uns in der Sammlung darauf an, ihnen verständlich zu machen, man kann damit Lärm machen, aber man muss sich trotzdem zuhören. Es kommt auf die Qualität des Lärmes an. Ja. Und man muss den Lärm in Musik verwandeln. Das ist die Sache. Und deswegen mache ich diese Schlagzeugvorführungen auch meistens sehr straff organisiert. Ich beginne mit Absicht mit den Handtrommeln und stelle das Drumset an den Schluss, weil für die meisten Kinder Drumset das Schlagzeug ist. Und wenn sie damit angefangen haben, dann interessieren sie sich für Bongos oder Congas überhaupt nicht mehr. Und uns kommt es darauf an, die ganze Bandbreite der Schlaginstrumente zu zeigen, diese unermessliche Vielfalt an Techniken, diese unermessliche Vielfalt an Ländern, aus denen eben die Schlaginstrumente kommen, die man heute auch bei uns alle benutzt. Und ihnen einfach dafür so ein Gefühl zu vermitteln. Sieht man da irgendwas Interessantes drin? Nicht, ne? Das ist einfach nur ein Korpus aus Holz und obendrauf ist ein Fell. Ein Fell aus Leder. Das ist eine Tierhaut.
Und jetzt haben wir hier so viele Instrumente gesehen, die haben Klappen, die haben Züge, die haben Ventile, die haben Saiten. Man spielt sie mit dem Bogen oder ohne Bogen. Jetzt könnte man eigentlich meinen, das ist eine ziemlich langweilige Sache. Ist es nicht, ne? Du schüttelst schon den Kopf, da hast du auch ganz recht. Man kann trotzdem auf der Conga ja ganz verschiedene Töne spielen. Wie heißen diese Instrumente? Ja? Wunderbar. Bei den Bongos ist es ganz genau wie mit den Congas. Alle verschiedenen Töne muss man mit den Fingern machen. Kommst du bitte mal her? Setz dich mal dahin. So, wie hält man die Bongo? So, nee. Auf die Knie, probieren wir aus. Das ist bequem. Jetzt spielen wir was, versuchen wir was zu spielen. Auf Dauer drückt das so ein bisschen, ne? Die Bongos hält man so, ähnlich wie das Cello. Da musst du die Knie ein bisschen auseinander machen. So. Guck mal, nee, auseinander. Guck mal. Und so musst du die jetzt reinklemmen. Die Füße zusammen. Und hier musst du sie halten. Ein bisschen gerader sitzen, genau. Und jetzt geht's los. Bei den Congas hat man mal viel Hand genommen, mal wenig Hand, mal weicher, mal härter. Bei den Bongos spielt man mit viel oder wenig Finger, weil die kleiner sind. Versuch mal, mit wenig Finger zu spielen. So. Genau. Jetzt spielen wir mit mehr Finger. Ja. Schon haben wir zwei Töne. Nochmal. Und wieder Hand. Genau. Jetzt versuchen wir auf der kleinen Bongo. Schon haben wir ganz viele verschiedene Töne mit den Fingern. Danke, darf sie wieder setzen. Und die Weltreise geht weiter. Aus welchem Land kommt diese Trommel? Ja? Afrika? Ganz genau. Weißt du auch, wie die heißt? Die heißt Djembe. Kommst du mal her? Stell dich mal dahin. So. Ich halte dir, das ist ziemlich schwer. Man hat da sonst so einen Gurt zum Umhängen, aber das machen wir jetzt so. Jetzt versuch mal. Ein bisschen Hand am Rand. Sowas. Na, sowas. Spiel mal so am Rand. Die Hand ganz weich machen. Ja. Klasse. Nochmal. Einen offenen Ton nennen wir sowas. Da muss man die Hand wie eine kleine Pfote machen und fallen lassen und wieder hochnehmen. Ganz weich. Plups. Ja, prima. Und jetzt gibt es noch einen geschlossenen Ton. Der geht so. Macht mal alle eure linke Hand zu einer kleinen Kuhle, als ob ihr Wasser drin habt. Und damit stülpen wir das Wasser jetzt in die Mitte der Trommel. Ja. Jetzt spiel mal einen offenen und dann einen geschlossenen Ton. Der offene war so am Rand. Ja. Genau. Prima. Ist ganz toll gemacht. Und wir reisen wieder weiter und kommen in eine Gegend, wo die Leute solche Trommeln spielen. Wer hat so eine schon mal gesehen? Solche Trommeln spielt man ganz oft in der Türkei, in Griechenland, in Jugoslawien und in allen arabischen Ländern. Da gibt es ganz verschiedene Techniken. Manche spielen die so. Manche Leute spielen sie auch so. Manche Leute spielen sie auch im Sitzen und klemmen sie sich hier drunter.
Diese Trommel heißt Darabuka. Darabuka. Und die zu spielen, ist nochmal was ganz Besonderes. Das ist so ähnlich wie bei uns Klavierspielen, weil man da ganz viel Sachen mit den Fingern macht. Man kann, lässt die Finger so abrollen oder dann macht man auch so Schnipser. Oder wieder die Sache mit wenig Finger und viel Finger. Die Darabuka. Natürlich spricht sowas sich herum, national wie international, auch wenn wir so gut wie keine Propaganda dafür machen. Und dann werde ich immer wieder gefragt, warum hat es sowas noch nicht vorher gegeben und was ist denn die Zukunft? Die Zukunft, das kann ich jetzt im Moment sagen, wird sein in Kopenhagen etwas Ähnliches unter meiner Obhut und in Tokio etwas Ähnliches. Es interessieren sich seit 2 Jahren die Schweiz, seit geraumer Zeit Wien dafür. Und mein innigster Wunschtraum wäre, und ich will jetzt einmal ein bisschen größenwahnsinnig sagen, ich habe immer bewundert Hermann Gmeiner mit seinem SOS Kinderdorf. Und etwas Vergleichbares, Ähnliches zu schaffen in allen wichtigen Musikzentren der Welt, so eine klingende Instrumentensammlung und eine solche Stiftung.